Hi, ich habe ein neues Aufgebrauchtbier für euch. Es sieht gar nicht so viel aus, aber das habe ich mir schon ein paar Mal gedacht und dann war es hinterher eine ganze Menge. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Also wenn ihr Bock habt, euch anzuschauen, was ich so an dekorativer Kosmetik und an Körperpflege aufgebraucht habe, bleibt unbedingt dran. Ja, wie gesagt, es ist nicht so wahnsinnig viel drin, aber ich starte mal trotzdem. Und zwar habe ich zuerst aufgebraucht von Balea die erfrischenden Reinigungstücher 3 in 1 zum Reinigen, Klären, Entfernen von wasserfestem Make-up. Manchmal, wenn ich mich relativ stark geschminkt habe, also nicht nur ein bisschen Creme, Blush und was auf den Augen, dann benutze ich vorher nochmal so ein Make-up-Entfernungstuch, aber es wird auch immer weniger, also ich brauche die nicht unbedingt. Zum Swatches entfernen sind die ganz nett, aber das ist natürlich auch eine Müllproduktion, die nicht unbedingt sein müsste. Von daher, es war nicht schlecht, ne? Ich habe es auch im Gesicht verwendet, aber ich, ja, ein solides Gesichts-Make-up-Entfernungsreinigungstuch. Weiter geht es mit diesem wundervollen Peeling, das ich von der lieben Christine, heißt hier bei YouTube unter meinen Videos, kommentiert sie manchmal Kreal. Wunderbar. Also dieses Peeling fand ich richtig, richtig toll. Das ist Fresh Litchi. Ich muss dazu sagen, ich mag eigentlich überhaupt keine fruchtigen Gerüche in meiner Körperpflege. Und zwar wirklich gar nicht. Aber das hier habe ich wirklich geliebt. Es ist ratzeputzeleer. Es war ein riesiger Bottich mit 500 Gramm, 600 Gramm sogar. Und ich habe es keine 3 oder 4 Monate gehabt. Also daran sieht man schon, wie unfassbar gern ich das mochte. Das ist von Assam würde ich definitiv nachkaufen. Ich habe schon geschaut, gibt es leider nicht mehr. Und ich habe jetzt die nächsten, also jetzt im Oktober und November, habe ich mir selbst ein No-Buy auferlegt. Auf jeden Fall im Oktober. Yes. Hoffe, ich halte das durch. Und deswegen muss ich ein bisschen die Augen verschließen von diesen Produkten. Aber ich plane von Assam auf jeden Fall mal dieses sich selbst anpassende Make-up zu kaufen und auch mal so ein bisschen auf die Körperpflegeprodukte zu schauen. Also finde ich echt mega, mega spannend. Ja, toll. Wenn ihr das zu Hause habt und euch immer gedacht habt, süßliche Gerüche, lasse ich mal lieber, benutzt es großartig. Weiter geht es mit einem Rituals Fortune Oil Sweet Orange and Cedarwood Caring Shower Oil. Ich mag das total gern. Das ist auch schon die zweite Flasche, die ich davon aufgebraucht habe. Ich finde das richtig, richtig toll. Man braucht sich hinterher nicht eincremen. Zumindest brauchte ich es jetzt im Frühling, Sommer, Herbst, Anfang Herbst nicht. Mag das mega, mega gerne und würde es auch jederzeit nachkaufen. Ja, tolles, tolles Produkt. Ist natürlich nicht ganz billig, aber es war auch wahnsinnig ergiebig. Also ist im Übrigen genauso wie mit diesem Body Peeling. Die Haut hatte hinterher so einen schönen, angenehmen Ölschleier, aber nicht so einen richtig, nicht so einen ekligen Film, sondern so einen schönen Ölschleier. Man brauchte sich hinterher nicht eincremen. Und es ist bei dem hier genauso. Ich finde es toll, man spart sich einfach einen Step. Ist nur blöd, so werden natürlich meine Bodylotions, Bodycreams, Bodybutter niemals leer, bevor sie alle kippen. Dann hatte ich euch in meinem Inventurvideo gesagt, dass ich von einer ganz, ganz lieben Freundin ein Goldwell Shampoo Rich Repair und ein Conditioner geschenkt bekommen habe und auch die Haarkur, die noch in meiner Dusche steht, für die ich noch, ich denke, einen Monat brauchen werde, bis ich das leer habe. Ich würde es natürlich nicht kaufen, denn wie wir alle wissen, ist Goldwell nicht tierversuchsfrei, was ich super, super schade finde. Goldwell gehört, glaube ich, zu Schwarzkopf, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das ist auf jeden Fall die Dual Senses Reihe, die habe ich früher immer gekauft und das wusste sie noch und hat mir das quasi zum Geburtstag und zu Weihnachten zusammen geschenkt, zusammen mit einem Make-up-Produkt. Ganz, ganz toll und ich bin ihr immer noch sehr dankbar, aber ich habe ihr das jetzt erklärt und das wird natürlich nicht nochmal bei mir einziehen. Es ist trotzdem die beste Haarpflege, die ich jemals besessen habe. Dann ist leer gegangen von Isana Clean and Care ölhaltiger Augen-Make-up-Entferner mit Ginkgo und Aloe Vera. Ist okay. Es ist kein großartiger Augen-Make-up-Entferner. Die liebe Birte würde sagen, kein Schlimmerstürmer. Einen lieben Gruß an dich, sollst du das Video gucken. Ja. Okay. Aber auf jeden Fall besser als der von Balea. Und jetzt gucke ich hier gerade rein. Ach, guck, da ist ja noch was. Und zwar von Lush
habe ich geschenkt bekommen von einer lieben Zuschauerin, ich glaube es war Nadja, dass es in ihrem Umschlag mit drin war, ein Dirty Spring Wash, oder ja, Wash, genau, ist das. Das war so ein kleines Pröbchen mit einem Duschgel. Ich mochte das ganz gerne. Ich weiß nicht, ob ich es nachkaufen würde. Es roch sehr aquatisch. Aquatisch, ist das richtig? Fast schon ein bisschen minzig. Also ich mochte das ganz gerne, aber da ich keinen Lush in der Nähe habe und der nächste Lush, ich glaube, 50, 60 Kilometer weiter weg ist. Ich im Allgemeinen auch noch nie in einem Lush-Store war. Ja, erstmal wahrscheinlich nicht. Genau, kommen wir zu dem anderen Produkt, das ich von meiner Freundin geschenkt bekommen habe. Anfang, ich glaube im März war das, März, April. Und zwar ist das von Estée Lauder und ihr seht auch, Ratze Putze leer. Das Ding hier oben drauf ist übrigens nicht der Originaldeckel, sondern das ist einer von diesen, ja, mir fällt es gerade nicht ein, von so einer Körperpflege, Gesichtspflegeserie, die ich kürzlich mal getestet habe, ist das so, so eine Pipette. Das hat damit ganz toll funktioniert. Es war leider, ne, ich möchte euch auch keinen Scheiß erzählen, es war leider eine fantastische Foundation mit einer super leichten Deckkraft, die einfach die Haut so schön strahlend gemacht hat. Also ähnlich wie die Luminous, Aqua Luminous von Becker, die ich auch super gerne mag. Die hier war nur noch ein bisschen feiner und mit weniger Glow, sodass ich glaube, dass die auch gut funktionieren könnte für Misch- bis leichtfettige Häutchen. Ja, also ich mochte die, würde sie auf keinen Fall nachkaufen, aber ich werde euch auch nicht erzählen, dass es scheiße war, wenn es das nicht war. Ne? Also ja, ist auch leer. Dann habe ich aufgebraucht von Essence das Keep It Perfect Make-Up Fixing Spray. Und ja, davon geht so alle ein bis zwei Monate, anderthalb bis zwei Monate geht mal so ein Fläschchen leer. Wenn ich Foundation benutze und auch Abpuder oder ein Puderbronzer, Puderhighlight oder irgendwas nehme, verwende ich immer dieses Fixing Spray oder irgendein Fixing Spray, weil ich es lieber mag, wenn die Puderprodukte so ein bisschen mit der Haut verschmilzen und nicht einfach nur so pudrig auf der Haut liegen, weil ich finde, nach einer gewissen Zeit sieht das Gesicht immer unschöner aus. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Mit einem Fixing Spray habe ich das auf jeden Fall nicht und deswegen ja. Und ich finde, es ist okay. Also es ist kein schlechtes Fixing Spray, auch wenn ich das von Alverde ein bisschen lieber mag. Ich kann euch aber nicht genau sagen, woran es liegt. Weiter geht es mit einem Nagellack und zwar ist das der Nail Repair oder das Nail Repair von Microcell. Auch da, ich hatte noch die andere Flasche, ich glaube die grüne auf, die ist erst vor kurzem leer gegangen. Gilt für mich tatsächlich zur dekorativen Kosmetik, weil ich das auch nicht verwenden würde, würde ich keinen Nagellack benutzen, weil ich mir einrede, dass die Lacke den Nagel natürlich auch nicht unbedingt pflegen. Und wenn ich dann so einen Pflegelack drunter mache, hält es die Nägel länger schön. Auf meine Finger dürfen wir im Moment gar nicht gucken. Ich bin extrem nervös im Moment und meine Finger sehen ganz, ganz schlimm aus. Wenn ihr einen Tipp habt, wie man das Knibbeln, und ich meine nicht Nägel kauen, sondern Knibbeln von der Haut um die Nägel herum, wie man das los wird, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich bin verzweifelt. Es ist mir mittlerweile sogar unangenehm, meine Hände irgendwo zu zeigen. So schlimm ist es im Moment. Ja, das ist auf jeden Fall das Microcell 2000 in Blau, das habe ich aufgebraucht. Dann ist leer von Blistex, den hatte ich jetzt auch ewig im Auto, und zwar der Classic Lip Protector. Der, ja, das war eine schöne Lippenpflege. Ich mochte und mag den Geruch, also ich, er ist wirklich ratzeputze leer. Sieht man, glaube ich, ich bin hinterher sogar noch mit dem Finger rein und habe dann, wisst ihr, ne, damit da noch mehr leer geht. Den fand ich richtig toll. Ich habe jetzt auch in meinem Project 10 habe ich eine Lippenpflege von Essence und ja, ob ich die drauf mache oder nicht. Ja, ne, mehr sage ich dazu nicht. Der ist aber toll, oder diese Lippenpflege ist auf jeden Fall toll, kann ich absolut empfehlen. Und das ist der Blistex Classic Lip Protector. Schönes Produkt. Dann habe ich aufgebraucht, die war bei, die war nicht bei mir zu Hause, sondern im Schminktäschchen für unterwegs, mein Pure Deluxe Eye Lift Cream oder meine Eye Lift Cream. Ich hatte ja einige von diesen Pröbchen zugeschickt bekommen und weil ich keine ganze Augencreme bei meinem in meinem Schminktäschchen brauchte, habe ich halt diese Probe da drin gehabt und das hat jetzt auch lange gehalten, 5 Milliliter. Also wenn ihr euch überlegt, wie lange ihr braucht, so 15 bis 30 Milliliter leer zu machen,
Das hier hat dann halt auch, wenn man so ein, zwei Mal in der Woche benutzt hat, einen Monat, zwei Monate, vielleicht sogar drei gehalten. Also sehr ergiebiges Produkt und auch eine schöne Augencreme. Ist mir nur ein bisschen zu kostspielig, deswegen habe ich es nicht nachgekauft. Und dann habe ich auch aufgebraucht von Essence. Ich habe noch einen weiteren aufgebraucht, aber der ist aus meinem Project 10 und das Video kommt erst nächste Woche. Wir haben jetzt den 8. Genau, ich habe ja bis zum 10. Habe ich mir ja Zeit gegeben, 10 dekorative Kosmetikprodukte aufzubrauchen. Und ich möchte auch wirklich bis zum letzten Tag warten, bis ich da irgendwas abwiege und abmesse. Und ja, deswegen ist der jetzt in diesem Video nicht mit drin. Und zwar war das Satin Mauve. Man sieht einfach mal gar nichts. Genau. Das ist Satin Mauve von Essence. Das war noch einer von denen mit der silbernen Kappe. Die gibt es schon seit 2 Jahren oder 1,5 Jahren nicht mehr zu kaufen. Die Neuformulierung finde ich gar nicht schön. Und allgemein muss ich sagen, dass ich auch nicht mehr auf Lip Liner stehe, die man anspitzen muss. Weil man versifft sich damit erstens jeden Anspitzer. Das nervt mich total. Und ja, ich mag die zum Rausdrehen deutlich lieber. Und deswegen bin ich froh, dass auch der leer ist. Wir hatten jetzt schon einige relativ kühle, herbstliche Tage. Und da habe ich diesen Ton sehr gerne getragen. Ich weiß nicht, ob ich da noch... Das war halt schon so ein dunklerer Ton. Ich weiß nicht, ob man das noch so ein bisschen sehen kann. Ich kann ihn nicht nochmal anspitzen. Er ist einfach zu kurz. Und da jetzt mit einer Zange beizugehen, ist mir dann für die letzten ein, zwei Mal Auftragen auch ein bisschen zu kompliziert. Und deswegen ist der für mich jetzt aufgebraucht. Was ich wirklich sagen muss, ist, wenn ihr die noch zu Hause habt, braucht sie auch, weil sie halten nicht ewig, ne? Und die waren richtig schön cremig. Ich habe die ständig solo getragen als, oder den auch meiner anderen von Essence, als Solo-Lippenstift, weil ich den einfach super gerne mochte, die schön cremig sind und auch gut gehalten haben. Ähnlich wie die Satin-Lipsticks oder Lipsticks mit einem Satin-Finish von namhaften großen anderen Anbietern. Und der hat dem in nichts nachgestanden. Aber gut, es gibt sie nicht mehr in dieser tollen Formulierung, deswegen kann ich sie auch nicht mehr weiterempfehlen. Bin aber froh, dass der leer ist. Ich glaube, ich habe noch ein oder zwei Stück in anderen Farben. Die gehe ich jetzt als nächstes an. Und das ist auch ein relativ bäriger Ton und da passt es natürlich super, dass wir jetzt Herbst-Winter bekommen. Und ja, ich die dann auch einfach ständig tragen kann. Und ganz ehrlich, wenn ich den einmal angespitzt habe oder meine Lippen umrandet und ausgemalt habe, muss ich ihn wieder anspitzen beim nächsten Mal. Und so bekommt man so ein Produkt dann auch mal leer. Es ist einfach schade, wenn es kippt oder dann einfach irgendwann im Mülleimer landet, weil, ja, weil abgelaufen oder was weiß ich was, wobei abgelaufen. Also für mich, ich tue Produkte wirklich erst dann weg, wenn die sich so in der Konsistenz komisch verändern oder wenn irgendwas anfängt zu riechen. Ja, das war jetzt nicht die Welt. Das hier habe ich aufgebraucht. Und ja, ich bin, also es war jetzt diesen Monat nicht so wahnsinnig viel, was einfach daran liegt, dass ich auch noch mein Project 10 habe. Und da sind auch noch Produkte mit, paar Produkte mit drin. Ich wollte jetzt aber mit dem Aufgebraucht-Video nicht bis danach warten, weil ich finde, ein Aufgebraucht-Video gehört irgendwie an den Anfang des Monats und nicht irgendwo in die Mitte oder, ja, ich weiß auch nicht, ich habe da irgendwie einen Spleen. Genau. Ja, jetzt in den nächsten Videos werdet ihr wieder ein bisschen mehr Aufgebrauchzeug sehen. Ich habe bei meiner, habe ordentlich durch meinen Kleiderschrank sortiert. Das solltet ihr diese Woche, genau, also dieses Video plane ich für Samstag. Und Mittwoch soll eigentlich das erste Die Klatter-Video online gehen für meinen Kleiderschrank, weil wir hatten ja jetzt gerade Sommer. Wir haben zwar heute einen fantastischen warmen Tag, aber Sommer ist definitiv vorbei, auch wenn wir hin und wieder noch einen schönen warmen Tag haben. Und ich wollte jetzt einfach die Sachen, bei denen ich noch weiß, dass ich sie länger nicht getragen habe, jetzt nicht noch ewig in meinem Kleiderschrank halten, sondern halt mit einem... Ja, ich bin im Moment halt am Aufräumen. Genau, so. Das war's jetzt. Ich danke euch fürs Reinschauen. Hoffe, ihr schaltet wieder rein. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, auch wenn es kein XXXL war. Und ich weiß, meine Zuschauer mögen gerade meine längeren Videos ganz gern. Und ich bedanke mich herzlich dafür, weil ich wahnsinnig gerne quatsche. Hat sich jetzt nicht ergeben, kommt aber wieder. Ich knutsch euch, drück euch, hab euch wahnsinnig gern. Und ich werde jetzt eine Runde Fahrrad fahren bei dem schönen Wetter. Wir haben 22 Grad. Tschüss, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.